Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Mod-Übersicht hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mal alle neuen Mods, die unter der Rubrik Crossplay heute den 16.09.2024 so im Mod Hub erschienen sind. Insgesamt haben wir davon 21 Mods, 12 neue Mods und 9 Updates. Wir fangen hier aktuell mal an bei den neuen Mods. Wir haben aktuell das 8R Series Black Pack. Dieses besteht aus drei verschiedenen Traktoren von John Deere. Einmal den 8R mit dem Modell 8R 280 mit 326 PS, bis dem Modell 8R 410 mit 550 PS. Dann haben wir hier aktuell den John Deere 8RT mit dem Modell 8R 310 mit knapp 357 PS, bis zu dem Modell 8R 410 mit 458 PS. Und dann haben wir hier noch den John Deere 8RX. Dieser hat aktuell in dem Modell 8R 310 357 PS bis zu dem Modell 8R 492 Ship 549 PS. Zusätzliche Einstellungen können wir hier noch vornehmen: Felgenfarbe, die Hauptfarbe, Farbdesign, Glasscheibenfarbe, 4 Radkonfigurationen für jede Marke hinzugefügt, in Klammern 8R, 3 Optionen für Frontschutzgitter, in Klammern 8R, und optionaler Heckkraftheber und Animation der linken Tür. Das Ganze können wir uns auch auf diesen Bildern mal anschauen, mit den drei verschiedenen Versionen hier bei diesem John Deere. Das Ganze hat knapp 54,53 MB und ist aktuell für alle Plattformen verfügbar. Daneben haben wir hier aktuell das CNH8 reihige Maispflücker vollständig animiert. Wir haben hier aktuell noch ein paar Merkmale dazu: vollständig animiertes reihenweises Falten für schmalere Straßentransporte, optionale Seitenschnecken, optionaler Schmutzschutz, drei Modelle in Klammern 2014 bis 2020, Case IH 4408. Dann haben wir hier noch Modelle 2021 bis 2023, Case IH 4408 und New Holland 980 CR 8/30 in Klammern. Dann haben wir hier noch Streifenkonfiguration in der Mittelreihe, zwei Farboptionen verfügbar für Case IH und eine für New Holland. In Klammern mit dem Color Konfigurator Mod können Sie den Streifen in jeder beliebigen Farbe anpassen. Grundpreis knapp 53.000 € und Preis für Endreihenschnecken 3.500 €. Dann haben wir hier noch Schutzschirmpreis 1.200 € und Spezifikationen: Arbeitsbreite 8 Reihen, knapp 20 Fuß oder 9 Meter breit, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 6 Meilen pro Stunde. Das Ganze hat knapp eine MB-Zahl von 6,82 MB und ist aktuell für alle Plattformen verfügbar. Auch hier können wir uns mal die Bilder anschauen davon. Ja, da habt ihr natürlich auch hier wiederum ein schönes Maisgebiss. Daneben haben wir hier aktuell Fendt GTA Pritsche. Das ist aktuell eine Pritsche, die ihr für euren Traktor anbauen könnt. Die hat aktuell einen Preis von 3.000 €, ein Gewicht von 350 Kilo und kann hier knapp 1.100 Liter verschiedene Güter laden. Ihr könnt die natürlich auch anpassen als Pritsche für zum Beispiel Ballentransport. Und das Ganze hat knapp 2,40 MB und ist für alle Plattformen verfügbar. Auch hier können wir uns mal die Bilder anschauen. Einmal hier mit der Pritsche zum Laden von Gütern. Dann haben wir hier die Pritsche zum Beispiel für Palettentransport oder auch hier für den Ballentransport. Das Ganze ist individuell anpassbar. Daneben haben wir hier aktuell die Lizard 2120 Evolution. Das ist aktuell eine Rundballenpresse, die braucht hier knapp 45 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h.
Preis beträgt hier 20.000 Euro und die Modgröße hat knapp 6,73 MB und ist für alle Plattformen verfügbar. Die Lizard 2120 Evolution ist eine Ballenpresse mit hoher Pressdichte. Auch hier können wir uns mal die Fotos anschauen. Sieht natürlich auch mal interessant aus, auch hier mit diesem Zetor oder Ursus davor. Dann haben wir hier aktuell das Class Disco Pack. Das Ganze besteht aus drei verschiedenen Mähwerken und hat eine Größe von knapp 9,47 MB. Class Disco Serienmäher, einschließlich der Modelle 24, 28 und 32, sind für eine effiziente und präzise Grasernte in landwirtschaftlichen Umgebungen konzipiert. Diese Mäher sind bekannt für ihre robuste Bauweise und Leistung und sind bei Landwirten weltweit sehr beliebt. Wir haben einmal das Modell Class Disco 24, Preis beträgt hier 8.000 Euro, Arbeitsbreite 2,4 Metern und Gewicht 450 Kilo. Dann haben wir hier einmal das Modell Class Disco 28, Preis beträgt hier 10.000 Euro, Arbeitsbreite von 2,8 Metern und das Gewicht beträgt hier 500 Kilo. Und dann haben wir noch das Class Disco 32. Preis beträgt hier 12.000 Euro und Arbeitsbreite beträgt knapp 3,2 Meter. Gewicht allerdings bei 550 Kilo. Merkmale: Ihr habt hier originale Mähgeräusche und Konfigurationen habt ihr hier wählbar Schutzplatten mit rechtem Rücklicht. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, ne, mit den drei verschiedenen Sachen, die ihr hier in diesem Pack habt, ne? Und da könnt ihr auch mit diesen schönen Mähwerken auch euer Gras mähen. Dann haben wir hier aktuell das Lizard SNCP 108. Die Scheibenegge Lizard SNCP verfügt über eine hohe Leistung, um ihr Fell so effizient wie möglich zu pflügen und zu bearbeiten. Preis beträgt hier 75.000 Euro und ihr findet das Ganze in der Kategorie Scheibenecken. Arbeitsbreite beträgt knapp 10,4 Meter und erforderliche Leistung braucht ihr hier mindestens 300 PS. Funktionen habt ihr hier wählbar entweder Flug oder Grubber und Konfiguration habt ihr hier wählbar Räder, Aufkleber und Farben habt ihr hier auch wählbar die Grundfarben oder auch die Radfarbe. Das Ganze ist aktuell auch für alle Plattformen verfügbar und hat eine Größe von 15,35 MB. Und so sieht das Ganze hier mal auf diesen Art Bildern aus. Das Ganze ist natürlich euch überlassen, wie ihr das am besten einsetzen tut, als Scheibenegge oder als Pflug. Dann kommen wir hier mal zu dem altes Werkstatthallen-Paket. Das ist aktuell ein Paket aus verschiedenen Werkstätten. Dieses Paket enthält eine Halle mit Werkstatt und Garage, zuschaltbarer Innenbeleuchtung sowie ein Tanklager im altostdeutschen Stil. Da haben wir hier aktuell alte Werkstatthalle, Preis 55.000 Euro, Unterhalt am Tag beträgt hier 15 Euro und altes Tanklager, Kapazität 15.000 Liter. Und Preis beträgt hier 15.500 Euro. Unterhalt am Tag beträgt hier 10 Euro. Das Ganze hat aktuell eine Größe von 50,80 MB. Und wir können uns das auch hier auf diesen Bildern mal anschauen. Sieht natürlich auch mal recht interessant aus, auch hier mit diesen Modellen von Klaas oder halt auch von John Deere. Ja. Da habt ihr hier auch eine alte Werkstatthalle und auch ein altes Tanklager. Daneben haben wir hier aktuell das Podlasische Baupaket. Da haben wir hier aktuell eine Scheune mit Schweinestall und Schuppen. Unterhalt am Tag beträgt hier 15 Euro. Preis 12.000 Euro, Kapazität 6 Schweine. Da haben wir hier eine Scheune mit Schweinestall und Schuppen. Unterhalt am Tag beträgt der 15 Euro, Preis 10.000 Euro
und Kapazität 6 Schweine oder Scheune mit Schweinestall, Unterhalt am Tag 15 Euro, Preis 8000 Euro und Kapazität 6 Schweine. Das Ganze hat aktuell eine MB-Größe von 36,55 MB und ist aktuell für alle Plattformen verfügbar. Da habt ihr im Prinzip hier mehrere Schweineställe, mal ein größerer oder mal ein kleinerer, die auch ihr auf eurem Hof schön platzieren könnt. Mit maximal knapp 6 Schweinen pro Schweinestall habt ihr auf jeden Fall nicht allzu viel Arbeit damit. Dann haben wir hier aktuell Herstellung für Saatgut. Herstellung für Saatgut, da brauchen wir aktuell noch einen Zusatzmod dafür. Dieser ladet ihr automatisch herunter, wenn ihr auch diesen Mod hier laden tut. Ihr könnt hier Saatgut herstellen und habt die Möglichkeit Müsli-Fabrik, Preis 110.000 Euro, Getreidemühle 96.000 Euro, Shop Le Guardian des Vermiers, Preis 96.000 Euro, GCHB Getreidespeicher, Preis 96.000 Euro, Lieferung Basisfutter, Clash Ausgabe Saatgut. Das Ganze hat aktuell eine MB-Größe von 10,61 MB und ist für alle Plattformen verfügbar. Hier könnt ihr in verschiedenen Sachen Saatgut herstellen. Auch hier haben wir verschiedene Bilder, wo ihr auch mit den verschiedenen Stationen hier Saatgut herstellen könnt. Daneben haben wir hier aktuell das Holzgebäude. Hier haben wir aktuell drei alte Gebäude, die von einem echten Bauernhof in einem der polnischen Dörfer stammen. Hier sind die zum Beispiel Hühnerstall, Preis 14.000 Euro, Kapazität 100 Hühner. Hier kann man die Türen öffnen. Da haben wir hier noch eine Scheune, Preis 15.000 Euro, Möglichkeit zur Lagerung von Würfeln und Paletten. Also ich denke jetzt mal auch Ballen und Paletten. Kapazität 600 Stück. Hier kann man auch die Tür öffnen und abnehmbare Trennwände im Innern, um den Platz zu vergrößern. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Schuppen mit Werkstatt. Diese kostet uns 5.000 Euro. Wir haben hier die Werkstattfunktion und da können wir auch die Türen öffnen. Das Ganze hat aktuell eine MB-Zahl von 15,71 MB und ist für alle Plattformen verfügbar. Auch hier können wir uns mal die Bilder anschauen, wie zum Beispiel hier den Hühnerstall oder halt auch diese Scheune oder halt auch hier die Werkstatt zum Beispiel. Ist natürlich auch für kleine Gerätschaften gut geeignet. Daneben haben wir hier aktuell moderne mittlere Werkstatt. Mittlere Werkstatt für schwere Maschinen mit modernem Stil. Durchfahrtsstil mit insgesamt 8 automatischen Garagentoren, 2 Personaltoren. Mit der zusätzlichen Halthufunktion können Sie andere platzierbare Objekte in diesen Schuppen unterbringen. Dies bietet eine neue Ebene zur Anpassung. Möglicherweise bevorzugen Sie es auch, wenn das Dach während des Spielens versteckt ist. Moderne mittlere Werkstatt, diese kostet uns 90.000 Euro und 50 Euro an der monatlichen Wartung. Ihr könnt das Ganze hier auch finden. Da haben wir hier automatische Türen, Lichtschalter im Innenbereich, automatische Jalousien, Farbauswahl, Dachsicht umschaltbar, automatische Außenbeleuchtung. Und hier auch passt zur Schuppenmod, moderne Zweitautomatgarage und moderne XL-Schuppen. Das Ganze hat aktuell eine MB-Größe von 1,73 MB und ist für alle Plattformen verfügbar. Auch hier können wir uns das Ganze mal anschauen mit der modernen mittleren Garage. Hier auch sehr viel Platz, wie man das sehen kann, für die großen Gerätschaften. Oder auch hier die Möglichkeit, das Dach zu entfernen, dass man da so auch durchgucken kann. Daneben haben wir hier aktuell noch das alte Schuppenpaket.
Das Ganze hat aktuell eine MB-Größe von 12,50 MB und habt ihr eine Auswahl an alten Schuppen für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausrüstung. Es handelt sich hier um alte Gebäude und aufgrund der Anforderungen der damaligen Zeit sind nicht alle Gebäude oder Toreinfahrten unbedingt groß genug für die Größenmaschinen. Sie sind jedoch die perfekte Option, wenn Sie kleine bis mittelgroße Maschinen verwenden und Ihrem Betrieb mit ein älteres Aussehen verleihen können. Auch hier mal verschiedene Sachen. Da haben wir hier zum Beispiel auch die Bilder dazu mit den älteren Gebäuden. Da müsst ihr halt auch immer aufpassen mit den Maschinen, wenn die zu hoch sind, dass sie natürlich nicht drunter passen. Zusätzliche Unterstände müssen in einem freien Modus platziert werden und das Gelände muss vorher nivelliert werden. Das perfekte Verbinden von Gebäuden kann ein wenig knifflig sein, besonders mit einem Controller. Um eine perfekte Platzierung zu gewährleisten, empfehle ich, das Einrasten zu aktivieren und sowohl das Hauptgebäude als auch den zusätzlichen Unterstand in 90 Grad Schritten relativ zur Karte zu drehen. Mit besonderer Sorgfalt sind auch andere Ausrichtungen möglich. Das Paket enthält zwei offene Unterstände und vier Schuppen in verschiedenen Größen. Außerdem gibt es drei zusätzliche Unterstände, die an der Seite eines anderen Gebäudes angebracht werden können. Jetzt haben wir hier aktuell dann die Updates. Einmal haben wir hier das Kartenupdate von der Allseen Farm Expansion. Das Ganze hat aktuell die Version 1.001. Da wurden Sachen behoben, wie zum Beispiel Probleme behoben, bei denen 0 € Missionen in den Verträgen angezeigt wurden, Kollisionen von Pfosten zwischen den Feldern 52 und 53 entfernt. Dann haben wir hier noch aktuell das CSZ-Gerätepack. Auch das hat ein Update bekommen in der Version 2.1.000. Unterstützung für Stretchfolie, neue Farbkonfigurationen hinzugefügt, verschiedene kleinere Funktionskorrekturen an den Maschinen. Dann haben wir hier noch das Lizard A8. Auch das hat aktuell ein Update bekommen. Ackerschiene als Konfiguration hinzugefügt in der Version 1.001. Textur der Glattwalze korrigiert. Korrektur der Farbwahl Stachelwalze. Vibration der Walzen hinzugefügt. Dann haben wir noch den Wechselaufbau mit Ladebordwand. Auch das hat aktuell ein Update bekommen. In der Version 1.0.1.0 hinzugefügt Anbaugerät für Rigid X2, Rigid X3 und TLX, Mac Superliner und TLX Phoenix Serie USW. Das heißt also, ihr habt die Möglichkeit auch diesen Wechselaufbau ohne diesen Volvo hier von A nach B zu transportieren. Dann haben wir hier noch den Lizard VNB-14. Auch das hat aktuell ein Update bekommen in der Version 1.2.0.0. Option zur Auswahl der Autoload-Funktion hinzugefügt. Konfiguration von Warnelementen wie zum Beispiel Reflektoren, Warntafeln und Warndreieck hinzugefügt. Dann haben wir hier noch Bailey, Ballen und Palettenanhänger. Auch das wurde geupdatet heute in der Version 2.001. Falsche Textur auf Bale 18 behoben. Falsches Logo auf den Seiten von Bale 18 behoben. Echte Lichter an Bale 16 behoben. Fehlender Aufkleber auf Bale 16 hinzugefügt. Und fehlende Reflektoren zu Bale 16 hinzugefügt. Dann haben wir hier aktuell noch den Matador Gigant. Auch dieser wurde geupdatet in der Version 1.001. Drescher-Animation behoben. Behobene Haspel-Animation. Feste angezeigte Marke für Mähwerk. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die alte Scheune. Auch diese wurde behoben. Da haben wir hier ein Änderungsprotokoll in der Version 1.001. Board with Farmland hinzugefügt, Mod des Version erhöht. Und dann haben wir hier noch ein Update.
aktuell die Windmühle. Auch diese wurde hier konfiguriert und geupdatet. In der Version 1.4.0.0 neue Texturen hinzugefügt. Das waren jetzt aktuell alle Mods und Updates in der Rubrik Crossplay, die ihr so finden könnt, heute auf den Tag, den 16.09.2024. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welcher Mod euch denn da heute so am besten gefällt oder ob ihr jeweilige Updates gerne noch brauchen könntet für die jeweiligen Karten, Mods oder halt andere Dinge. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt mir diese ganz gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.